Hallo und herzlich willkommen zu der Bangla erklärt's. Und heute wollen wir noch mal ein bisschen was zu Proxmox machen, nämlich zum einen die Package Repositories anpassen bzw. zeigen, was man da anpassen musste, und noch ein bisschen Einstellungskram, den wir beim letzten Mal noch nicht vorgenommen hatten. Ja, hallo, wie geht's dir? Och, es war Sonntag, es war schön, wir hatten Besuch und ja, eigentlich ganz gut. Ich bin selber noch am Netzwerk rumtüfteln, was ich immer so treibe. Das soll heute aber nicht Thema sein. Ich beschäftige mich halt immer wieder mit anderen Thematiken, nicht nur mit einer einzigen. Dann hattest du ja auch einen aufregenden Tag. Kann man so sagen, ja. Gut, also wenn Proxmox mir installiert habe, dann brauche ich ja Paketquellen, und standardmäßig sind ja hier diese Enterprise-Paketquellen eingestellt, aber ich will ja jetzt für privat keine Proxmox-Lizenz kaufen. Von daher gibt es auch hier diese No-Subscription-Paketquellen, Genau. die hier. Und die muss ich in meine etc-app-sources-List eben eintragen. Und die andere, die Enterprise-Quelle, die ich hier unter etc-app-sources-List.d, PVE, Enterprise-List drin steht, die eben deaktivieren. Genau, um das zu machen, muss ich auf meinen Proxmox drauf, und dann sehe ich schon mal gleich ein Warning. Warum? Sehr einfach. Also das ist ein privates Zertifikat und private Zertifikate können ja nicht geprüft werden. Und dann warnt natürlich der Verfolger, er sagt, ja, das ist verschlüsselt, ja, aber von einem privaten, und soll ich dem vertrauen? Normalerweise sagt der Browser, ich möchte nicht vertrauen, aber da es eben viele Heimanwender gibt, die eigene Zertifikate benutzen zur Verschlüsselung, ist es doch praktisch, wenn man dann sagen kann, ja, ich will trotzdem draufgehen, weil das ist meine Verschlüsselung, oder ich kenne diese selbstsignierte Verschlüsselungstechnik. Und dann sage ich auf Advanced und dann kann ich sagen, ja, bitte reinlassen zu Deutsch. Also das heißt, wenn das bei meiner www.meinebank.de passieren würde, dann sollte man sich Sorgen machen. Aber da dies ja der von mir administrierte Server ist, ist das vollkommen problemlos. Könnte man so sagen, ja, wobei manchmal passiert es ja auch den größeren Firmen, dass das Zertifikat abgelaufen ist und der Admin nicht rechtzeitig das Zertifikat ausgetauscht hatte. Auch dann kommt es zu einem Fehler dieser Art. Dann müsste man halt prüfen, von wem kommt das Zertifikat. Ist es der gleiche Holder oder dem eben die Anwendung gehört oder wem der Host gehört, wo die Anwendung gehostet wird. Das kann man auch prüfen, weil man kann nämlich View Certificate, kann man nämlich reingucken, um was für ein Zertifikat es sich handelt, wer hat es erstellt. Hier sehen wir selber, dass der Proxmox beim Installieren wohl auch ein Zertifikat erstellt hat. Er gibt einen Zeitpunkt an und gibt uns auch eine ganz große Menge an Zeit, bis das Zertifikat selber ausläuft. Über 10 Jahre sind das hier, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe gerade. Also wenn ich so etwas schon lese, dann ist klar, okay, das muss privat sein. Genau. Boah, 12. Nee, Entschuldigung. Hab welche schon gesehen mit 10 Jahren. Das sind jetzt 2 Jahre. Normalerweise sind sie durchschnittlich 3 Jahre, wenn es gekaufte sind. Let's Encrypt ist dann 4 Monate. Nach 3 Monaten wird man dann angefragt, dass man mal erneuern sollte. Okay, also Let's das heißt, wir können. Encrypt ist so eine Privatzertifizierung, die Leute einsetzen dürfen, aber die laufen auch aus, aber die können dann auch geprüft werden. Und wenn ein Zertifikat öffentlich geprüft werden kann, dann ist es für den Firefox und andere Browser dann völlig okay. Ja, So, weiter aber an der mir ist Stelle. es ja auch okay, und weiter. Auf jeden Fall ist der Weg jetzt nicht mehr lesbar direkt. Das ist der Vorteil bei einer Verschlüsselungstechnik mit einem Zertifikat. Obwohl im Privaten wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Aber der Proxmox muss ja nicht unbedingt nur zu Hause laufen, nicht wahr? Okay, diese Meldung ist immer dann da, wenn wir eben keine Subscription haben, also wir bezahlen nichts für den Proxmox. Damit müssen wir uns einigen, dass diese Meldung kommt, sonst, wenn wir Geld bezahlen und der findet eben, dass wir bezahlt haben, dann verschwindet diese Meldung. Das Gut.
ändert aber nichts an dem Funktionsumfang. Das muss man auch dazu sagen. Man ist da jetzt nicht direkt eingeschränkt. Es gibt ja auch. Bin ja schon Root ist drin. das Passwort, das ist gut. Bin ja schon drin. Ja, das ist von Vorteil, wenn man mal drin ist, weil dann kennt man normalerweise auch das Passwort, die Normalinstallation von Proxmox. Hauptbenutzer ist der Root-User, daher kenne ich das Passwort schon und deswegen ist es dann auch nicht so tragisch, dass man hier auch gleich im Terminal sitzt. Genau, hier habe ich jetzt einfach diese PVE Non-Subscription eingetragen. Und die Zeile muss halt hier rein irgendwie. Entweder mit Nano oder Vim. Als erstes habe ich mir natürlich Vim installiert, weil VI selber doch ein bisschen nicht so schön ist. Apt. Und dann so ist es List D. Da gibt es nur diese PVE Enterprise List. Und da habe ich einfach ein Raute. Doppelkreuz, Raute, Gatter, was auch immer davor gemacht, damit ist es auskommentiert und gilt nicht. Ups. Das ist das Schlechte. Muss ich doch mit Nano arbeiten. Wenn der Escape nicht geht, dann ist das doof. Gut, dann zurück. Genau. Das waren die einen Einstellungen, dass man einfach aktuelle Paketquellen kriegt. Danach dann wie immer Update. Die Pakete bei Debian sind auch zertifiziert, das heißt, es gibt da auch einen Schlüssel dafür, genauso wie bei dem Browser. Nur haben wir den Schlüssel schon von Proxmox und deshalb gibt es hier auch keine Fehlermeldung. Dann das Upgrade und dann bin ich jetzt auf dem aktuellen Stand. Ja, und dann müssen wir jetzt ja noch was einstellen, weil wir ja allen Speicher in Local gepackt haben bei der Installation. War das unter Rechenzentrum? Storage, ne? Genau, weil wir haben hier nur noch ein Local, beziehungsweise wenn der bei euch der Local LVM oder so wie der hieß, angezeigt wird, den könnt ihr einfach löschen. Der hat ja auch keinen Speicher. Aber was man dann machen muss, ist hier eben, dass auch Disk Images, Container und Schnipsel praktisch für Local aktiviert sind. Dass alles da eben reingespeichert werden kann. Okay, dazu kann ich jetzt noch ein bisschen mehr erzählen. Also Du darfst es normalerweise. gerne erklären. Ich habe es nur gemacht. Ja, also die Basis von Proxmox selber reicht völlig aus, wenn man nur 15 Gigabyte hernimmt und ein zweites Speicherelement normalerweise beim formatiert, also eine zweite Partition der Festplatte benutzt oder eben ein Zusatzspeicherelement. Viele gehen her und haben das nur auf einem guten USB-Stick, was ich jetzt nicht präferiere. Jedenfalls haben die meisten Leute eine kleine Festplatte für das Proxmox und einen großen Speicher an einer anderen Stelle. Und jetzt ist es so, dass natürlich in diesem 15 GB ich die ISOs, Disk Images und so weiter und so fort, was wir hier alles sehen, nicht gespeichert werden soll, auch wenn es könnte, nur 15 GB, da kriegen wir dann keine Container, keine Virtualisierung oder ISOs in großer Menge unter. Und deswegen müssen wir das umdefinieren. Diese gleichen Einheiten spielen wir später in der Auflistung, wenn wir sie dann neu zugeordnet haben. Und die brauchen wir auch, wenn wir Container installieren. Wir müssen ja selektieren. Zum Beispiel bei einer Vollemulation, welche ISO wir benutzen möchten, und dann müsste der Proxmox sie lokal finden. Die wird ja nicht in die Cloud hineingepumpt, sondern sie befinden sich direkt auf dem Proxmox. Das gleiche gilt für die Container. Also ich wollte hier halt auch wirklich keine Unterteilung, also keine zwei, jetzt mal laienhaft gesprochen, Partitionen. In die einen kommen dann die einen Sachen, in die anderen Sachen, weil ich kann jetzt im Augenblick gar nicht absehen für mich, wie viel was brauchen wird und so. Und dann habe ich lieber alles in einem großen Kont also in einer großen Partition sozusagen bildlich gesprochen, als auf zwei verteilt, um dann hinterher irgendwo an Kapazitätsgrenzen zu stoßen, weil ich jetzt dann nicht mehr genug Platz habe, um ein Backup zu machen oder so, weil
in diesem Bereich praktisch zu wenig Platz wäre, beim anderen wäre noch genug. Dann müsste man ja anfangen, vielleicht die Größen zu verändern und so. Und ja, alles in eins, fertig. Ich habe das früher auch bei Windows immer gehasst, diese unnötige Departition. Da Also sprichst du ein. sie wäre nötig gewesen, also sie wäre gut gewesen, wenn sie gleich, wenn D gleich mein Benutzerverzeichnis gewesen wäre. Dann wäre sie, aber so praktisch mein Benutzerverzeichnis auf C und dann noch ein zusätzliches D, also was für Quatsch. Gut, jetzt als Server-Administrator, den ich ja auch beruflich ausübe, für Windows-Maschinen, für Linux-Maschinen, im Clustering-Verfahren, iSCSI und was es da alles so gibt, habe ich da andere Auffassung, aber hier geht es um den Privatgebrauch. Das muss man von außen. Also hier kann ich eben meine Container Genau. So. sehen. Und das, was jetzt Korrekt. hier gerade angeklickt wird, sind letzten Endes die Referenzen, so wie es im Augenblick steht, in varlibvz, schräger ISOs, schräger CT, schräger VM. Wenn wir da, wir gehen jetzt gleich mit der Konsole mal da rein, dann müsst ihr das sehen. Dann werden wir auch die Datei finden in der Shell, indem wir jetzt einfach mal da in die Verzeichnisstruktur eingreifen. Wie war die nochmal? User libvz meinte ich. Varlibvz. Genau, und da sehen wir jetzt letzten Endes die Verzeichnisse. Korrekt. Und das sind die Unterdefinitionen letzten Endes, wenn wir hier etwas anklicken. Im Prinzip, wenn wir die Verzeichnisinfrastruktur verschieben, wir sagen, wir haben eben nur ein kleines Root und einen großen Datenspeicherplatz an einer anderen Stelle, dann sollten wir natürlich genau diese Sachen umdefinieren. Sonst läuft uns diese kleine Festplatte fürs Proxmox voll. Warum sollte aber allerdings Proxmox eigentlich so klein sein? Ist ganz einfach. Ich kann ja von dem Hauptdateisystem ja eine Sicherung machen. Und wenn ich jetzt im schlimmsten Falle eben dort etwas kaputt geht, nach einem Update, Upgrade oder irgendetwas anderes Falsches gelöscht wird, der Grund ist jetzt völlig egal, auf jeden Fall das System funktioniert nicht mehr, dann muss ich ja nur noch das Hauptsystem wieder zurückspielen. Und je kleiner das Hauptsystem ist, desto schneller geht es, desto schneller und desto einfacher kann ich es auch extern auslagern. Je mehr Daten ich habe, die ich nochmal gegensichern muss, desto tragischer der Unfall. Ja, weil desto länger dauert es für mich, für als Privatmann, die Daten auch wieder zurückzuspielen. Das ist auch für mich im Geschäftlichen auch immer ein großes Thema. Habe ich große Datenmengen? Wie lange brauche ich denn eben Dauerfalle, sage ich immer dazu, also im totalen Chaos, wenn ich alle Daten wieder zurückspielen muss, weil nichts mehr funktioniert. Und ein gutes Backup ist ja nur dann gut, wenn ich den Dauerfall, also den Komplettausfall, auch mal getestet habe. Einfach mal ein Backup zu haben, uns nie die Rückspielung in vollem Umfang getestet haben, zumindest von der Hauptpartition. Wenn ich das nicht getestet habe und es tritt eben der Fall ein, schade. Dann wird das zum Versuch statt zum Wissen. Ja, und deswegen sollte eben diese Hauptinfrastruktur, die der Proxmox benötigt, relativ klein sein. Ja, 15 Gigabyte, die kann man über ein Gigabit Ethernet normalerweise so etwa in 5 Minuten zurückspielen. Ja. Wenn wir da hier jetzt in den Terabyte-Bereiche vordringen, ich habe erst neulich mal größere Mengen transferiert, bei 4 Terabyte, ich würde mal so schätzen, bis zu 4 Tage, bis das mal komplett zurückgespielt ist. Das ist dann schon etwas lange, ein langer Ausfall. Gut, aber jetzt wollen wir diese Thematiken in Serverwelten nicht so stark hineingehen. Genau, weil wir richten Das. uns ja an den Privatanwender. Und das war noch unser zweiter Teil zum Thema Proxmox. Wir hoffen, dass wir jetzt mit dieser Ergänzung da noch ein bisschen mehr Klarheit machen konnten. Macht's gut. Ciao, Macht's gut, ciao. viel Spaß.